sehr gut. Ja, dann gibt es gleich zu Beginn eine Frage. Sollen wir wieder die von der Pferde öffnen? Ja, bitte. Okay, das wäre gut. Dankeschön. Die sind auch sehr, sehr ähnlich. Okay, das ist jetzt auch gut. Gut, ja, dann schön, dass Sie nochmal dabei sind. Jetzt wollen wir also über Matrizen reden. Matrizen sind ein wichtiges Thema oder eigentlich das wichtigste Thema in der linearen Algebra. Die lineare Algebra ist heutzutage in der Mathematikausbildung einer von zwei Grundpfeilern neben der Analysis. Und Matrizen sind wichtig. Ja? Also Matrizen sind, könnte man sagen, die Worte in der Sprache der Datenanalyse. Viele datenanalytische Verfahren lassen sich in Matrixalgebra, das heißt als Operationen mit Matrizen darstellen. Vektoren, von denen Sie ja aus dem Schulunterricht wissen, was die sind, sind letztendlich nur spezielle Matrizen. Nämlich Matrizen mit einer Spalte. Skalare sind nur spezielle Vektoren. Das heißt, man könnte sagen, Sie haben Matrizen schon immer bekannt, weil Sie kennen ja reelle Zahlen. Und alle reellen Zahlen sind, wenn man so will, eine 1x1-Matrix in einer bestimmten Hinsicht. Matrizen können auch als Tabellen der Datenrepräsentation dienen. Also Sie haben das ja schon gesehen in der Programmierung, dass wir da viel mit Datenframes arbeiten. Und Datenframes sind letztendlich auch immer zweidimensionale Anordnungen von Zahlen. Wobei die Zeilen eines Datenframes für einzelne Beobachtungen stehen und die Spalten des Datenframes eben für verschiedene Merkmale jeder einzelnen Beobachtung. Okay. Matrizen können auch lineare Abbildungen repräsentieren, das heißt, lineare Gleichungssysteme lassen sich immer in Form von Matrizenprodukten hinschreiben und Matrizen können Vektorräume repräsentieren. Das heißt also, wir können zusammengefasst sagen, ein sicherer Umgang mit Matrizen ist unverzichtbar, wenn Sie moderne datenanalytische Verfahren verstehen wollen, wie zum Beispiel das allgemeine lineare Modell. Wir werden jetzt so vorgehen, dass wir zunächst den Begriff der Matrix formal definieren und dann werden wir ein paar Operationen kennenlernen, die man mit Matrizen durchführen kann. Wir werden heute einige grundlegende Operationen machen und nächste Woche dann mit der Matrix-Inversion oder dem Inversen einer Matrix einsteigen. Und dann werden wir auch noch erfahren, welche Aussagen Determinanten über Matrizen treffen. Wir werden uns den Begriff des Matrix-Rangs, des Rangs einer Matrix angucken und zum Schluss wollen wir ein paar spezielle Matrizen betrachten. Das heißt Matrizen, die häufig vorkommen und die gewisse wünschenswerte Eigenschaften haben, mit denen sich dann häufig rechnen lässt. Gut, also zur Definition. Eine Matrix ist eine rechteckige Anordnung von Zahlen, die wir wie folgt bezeichnen. Groß A, also Matrizen werden immer mit großen, werden gewöhnlich mit großen lateinischen Buchstaben bezeichnet, ist gleich und dann runde Klammer auf, die Einträge oder auch Elemente dieser Matrix, wobei jedes Element gegeben ist als klein a ij. Und i bezeichnet dabei, in welcher Zeile der Eintrag steht und j bezeichnet dabei, in welcher Spalte der Eintrag steht. Also Sie haben jetzt hier zum Beispiel den Eintrag A21. Das bedeutet, dass es der erste Eintrag in der zweiten Zeile ist oder äquivalent der zweite Eintrag in der ersten Spalte. Matrizen bestehen also aus Zeilen und Spalten. Im Englischen werden die auch Rows und Columns genannt. Und das I und das J bei einem Matrix-Eintrag AIJ nennt man auch den Zeilenindex und den Spaltenindex. Das heißt also, für diese Matrix, die hier unten steht, das ist eine 4x4-Matrix, würde zum Beispiel bedeuten, dass A32 gleich 4 ist, weil das zweite Element in der dritten Zeile ist 4 oder äquivalent, das dritte Element in der zweiten Spalte ist 4.
Es gibt noch eine alternative Schreibweise für Matrizen, die steht hier oben rechts. Und die sieht so aus, dass wir einen allgemeinen Ausdruck für die Einträge der Matrix hinschreiben, in diesem Fall A, I, J, und dann dazu noch angeben als Subskripte, von wo bis wo diese Laufindizes gehen, I und J. Also I geht hier von 1 bis N und J geht hier von 1 bis M. So wäre auch eine Matrix vollständig bezeichnet. Die Größe der Matrix ist also bestimmt durch die Anzahl ihrer Zeilen und die Anzahl ihrer Spalten. Matrizen, bei denen die Anzahl der Zeilen und die Anzahl der Spalten gleich sind, also Matrizen mit n mal m, in diesem, n gleich m in diesem Fall, nennen wir quadratische Matrizen. Wir betrachten in der Folge ausschließlich Matrizen mit reellen Einträgen. Das heißt, jeder Eintrag A, I, J einer Matrix A ist eine reelle Zahl. Und das nennen wir dann auch reelle Matrizen. Die Menge der reellen Matrizen mit n Zeilen und m Spalten bezeichnen wir mit diesem Ausdruck hier R hoch n mal m, wobei das R für die reellen Zahlen steht. Ja? Das heißt also, wenn wir auf so einen Ausdruck hier stoßen, A Element von R hoch 2 mal 3, dann lesen wir daraus ab, dass A eine reelle Matrix ist, dass A zwei Zeilen hat und dass A drei Spalten hat. Also A ist ein Element der Menge der reellen Matrizen der Größe 2 mal 3. Wir identifizieren die Menge R hoch 1 mal 1 mit der Menge R. Das heißt, 1 mal 1 Matrizen sind Skalare, also reelle Zahlen. Wir identifizieren die Menge R hoch n mal 1 mit der Menge R hoch n. Also Sie kennen bereits Vektoren und oft sagen wir, gegeben seien zwei Vektoren Element von R hoch n. Und wir verstehen diese Menge R hoch n als die Menge R hoch n mal 1. Das hat zur Konsequenz, dass Vektoren in unserem Fall grundsätzlich Spaltenvektoren sind. Ja? Also n-dimensionale reelle Vektoren sind dasselbe wie eine Matrix mit n Zeilen und einer Spalte. Das heißt, alle Vektoren sind Spaltenvektoren. Wenn man einen Zeilenvektor erhalten möchte, muss man den Spaltenvektor transponieren. Ja, bitte. Warum schreiben wir jetzt mal mit diesem x? Und weil das ist doch das kartesische Produkt, oder normalerweise? Oder? Ja, ja, stimmt, stimmt. Keine Ahnung, hat sich so eingebürgert. Okay, also bedeutet das wirklich mal und nicht kartesisch? Naja, genauer genommen bedeutet es nicht mal, sondern es bedeutet Größe der Matrix ist zwei Zeilen und drei Spalten. Aber ja, es bedeutet nicht kartesisches Produkt. Das kartesische Produkt wäre ja eine Operation auf Mengen. Und es ist letztendlich wirklich nur eine Schreibweise oder eine Notation, um die Größe einer Matrix anzuzeigen. Also das ist dieses Kreuzsymbol, was man manchmal auch außerhalb des Mathematikunterrichts informell verwendet, um eine Multiplikation anzudeuten. Ja. Dankeschön. Manchmal übrigens, das gehört auch zu der Frage noch dazu, also manchmal, wenn man mit Matrizen rechnet, dann schreibt man sich die Größe auch so darüber. So, und dann benutzt man auch eben dieses x-Mal-Symbol und nicht das Punkt-Mal-Symbol, was Sie sonst kennen. Ja. Ist vielleicht einfach dazu gedacht, um so ein bisschen das Mal von der Multiplikation, von dem Mal im Kontext von Matrizen zu unterscheiden. Ja? Weil letztendlich ist es ja nie unser Interesse, diese Malaufgabe auszurechnen. Wir wollen nicht wissen, 2 mal 3 gleich 6 A, die Matrix hat 6 Einträge, sondern wir wollen immer wissen, wie viele Zeilen und Spalten hat die Matrix. Hier war noch eine Frage? Was genau ist jetzt eine Spaltenmatrix? Also was charakterisiert das? Sie meinen einen Spaltenvektor? Genau. Wo steht denn das? Hier. Ja, ja. Also beispielsweise, das hier wäre eine Matrix mit n Zeilen und einer Spalte. Und so eine Matrix ist ein Vektor. Ja. Können Sie Menge R n hoch n mal 1
gleichsetzen mit der Menge R hoch 1 mal n? Also kann man es einfach tauschen und wäre trotzdem eine Menge R hoch n? Nein, das kann man nicht. Also die Reihenfolge der Zeilen und Spalten ist schon wichtig, weil die Menge der Matrizen der Größe 2 mal 3 ist natürlich was anderes als die Menge der Matrizen 3 mal 2. Und entsprechendes gilt auch für R hoch n mal 1 und R hoch 1 mal n. Also das eine wäre die Menge aller n-dimensionalen Spaltenvektoren und das andere wäre die Menge aller n-dimensionalen Zeilenvektoren. Was ich mit meiner Aussage vorhin meinte, ist, dass wenn wir nur das hier gegeben haben, R hoch n, dass wir dann immer davon ausgehen, dass das R hoch n mal 1 ist. Das heißt ein Spaltenvektor. Gut. Dann wollen wir einige grundlegende Operationen mit Matrizen kennenlernen. Also man kann natürlich mit Matrizen rechnen. Man kann mit Matrizen rechnen, genauso wie man auch mit Zahlen rechnen kann, nur dass die Operationen halt in leicht anderer Weise ausgeführt werden müssen und da muss man eben genau wissen, was man tun muss. Wir betrachten jetzt hier einige grundlegende Matrixoperationen, nämlich die Addition und Subtraktion von zwei Matrizen der gleichen Größe, nennt man auch Matrixaddition oder Matrixsubtraktion, die Multiplikation einer Matrix mit einer reellen Zahl, nennt man auch Skalarmultiplikation, das Vertauschen der Zeilen und Spalten einer Matrix, das nennt man Matrix-Transposition, die Multiplikation einer Matrix mit einer passenden zweiten Matrix, was passend bedeutet, werden wir gleich noch sehen, das nennt man Matrix-Multiplikation oder Matrix-Produkt und die Division durch eine quadratische Matrix. Division hier in Anführungszeichen gesetzt, weil es eigentlich nicht die Division durch eine quadratische Matrix, sondern die Matrix-Multiplikation mit einer bestimmten quadratischen Matrix. Das betrifft den Begriff des Inversen einer Matrix. Das werden wir uns aber erst nächste Woche anschauen, weil wir da wirklich frisch drauf gucken müssen, weil das ein sehr wichtiger Begriff ist in der linearen Algebra. Gut, dann zur Matrixaddition. Also die Addition zweier Matrizen A und B ist definiert als folgende Abbildung. Wir nehmen eine Matrix der Größe n mal m und eine weitere Matrix der Größe n mal m und bekommen zurück eine Matrix der Größe n mal m, wobei die Elemente der Ergebnismatrix A plus B gegeben sind durch die Summe der jeweils zusammengehörenden Elemente der Ausgangsmatrix. Ja? Also der erste Eintrag von A plus B ist A11 plus B11. Daraus folgt, man kann zwei Matrizen nur addieren, wenn sie die gleiche Größe haben. Und man sagt auch, dass die Addition zweier Matrizen elementweise definiert ist. Elementweise, weil wir eben hier Element für Element durchgehen können und immer auch nur auf die korrespondierenden Elemente der Ausgangsmatrizen schauen müssen. Dann die Matrix-Subtraktion. Die Subtraktion zweier Matrizen A und B ist definiert als folgende Abbildung. Wir nehmen zwei Matrizen der Größe n mal m und erhalten auch wieder eine Matrix der Größe n mal m. Und die Einträge dieser Matrix A minus B sind bestimmt als die Differenzen der korrespondierenden Einträge in den Matrizen A und B. Das heißt also, der Eintrag 2,1 dieser Matrix A minus B wäre A2,1 minus B2,1. Wie bei der Addition, wir können zwei Matrizen nur voneinander subtrahieren, wenn sie gleich groß sind und die Subtraktion ist elementweise definiert. Das können wir noch einmal kurz am Beispiel machen. Ich habe hier mal zwei Matrizen angeschrieben, A und B. Jetzt wollen wir A plus B berechnen. Das heißt, wir gehen die Einträge, erstmal hat die Matrix wieder die gleiche Größe und wir gehen die Einträge der Reihe nach durch. 2 plus 4 ist 6. Minus 3 plus 1 ist minus 2. 0 plus 0 ist 0. 1 plus minus 4 ist 1 minus 4 ist minus 3. 6 plus 2 ist 8. Und 5 plus 0 ist 5. So, jetzt schauen wir uns noch A minus B an.
könnte die Einträge elementweise voneinander subtrahieren. 2 minus 4 ist minus 2. Minus 3 minus 1 ist minus 4. 0 minus 0 ist 0. 1 minus minus 4 ist 1 plus 4 ist 5. 6 minus 2 ist 4. Und 5 minus 0 ist 5. So, also das ist wirklich genauso trivial, wie es auch aussieht. Und wir können diese Rechnung auch in R durchführen. Das heißt, wir können R hier in diesem Sinne als einen Taschenrechner verwenden. Dazu müssen wir zunächst mal die Matrizen anlegen als Variablen in R. Man benutzt dafür die Funktion Matrix. Und dann gibt man in diese Matrix einen Vektor von Zahlen rein. Sie wissen, dass die Funktion C benutzt wird, um einzelne Dinge zu konkatenieren, das heißt zu einer Liste zusammenzufügen. Und dann wandelt die Funktion Matrix diese Liste eben für uns in eine Matrix um, indem wir zusätzlich die Anzahl der Zeilen, also Number of Rows, angeben. Hier in dem Fall 2. In R ist der Default, dass Matrizen spaltenweise definiert werden. Das heißt, die Zahlen, die wir hier reingeben, die werden zuerst in die erste Spalte einsortiert, dann in die zweite Spalte, dann in die dritte Spalte und so weiter, abhängig davon, was wir hier angegeben haben als Anzahl der Zeilen. Ja? Sie können das Ganze auch andersrum machen, das heißt eine Matrix zeilenweise definieren, indem Sie das Keyword-Argument der Funktion Matrix by Row auf True setzen. Dann weiß er, Sie wollen diese Matrix hier zeilenweise spezifizieren und dann sortiert R erst alle Zahlen in die erste Zeile ein, dann in die zweite Zeile, auch wieder abhängig davon, wie viele Zeilen Sie hier angegeben haben, weil sich daraus ja ergibt, wie viele Elemente in jeder Zeile stehen. Gut, und dann bekommen wir diese Matrizen und die sind genauso, wie wir sie haben wollen. Die Addition und die Subtraktion führen wir dann durch mit dem üblichen Rechenzeichen. Plus und Minus, die kann man also sowohl auf Zahlen als auch auf Matrizen anwenden. Und dann kommen die Ergebnisse raus, die wir eben schon gesehen haben. Das heißt, hier wieder 2x3 Matrizen mit den entsprechenden elementweisen Addition und Subtraktion. Okay, dann zur Skalarmultiplikation. Die Skalarmultiplikation ist folgende Abbildung. Die Skalarmultiplikation nimmt sich eine reelle Zahl, also ein Skalar, und eine Matrix der Größe n mal m und gibt eine Matrix der Größe n mal m zurück. Wobei dann jeder Eintrag dieser Matrix, hier bezeichnet als c mal a, gegeben ist durch c, also der Skalar, mal den Eintrag der Matrix. Und das wird eben für jeden Eintrag definiert. Das heißt, man kann hier auch sagen, die Skalarmultiplikation ist elementweise definiert. Das ist aber anders gemeint als im vorherigen Fall, wo es bedeutet, dass man korrespondierende Elemente kombinieren muss. Hier bedeutet es eben, dass der Faktor, der in der Skalarmultiplikation vorne steht, einfach auf jedes Element der betreffenden Matrix angewendet wird. So, das können wir uns auch einmal ein Beispiel angucken. Wir haben hier diese Matrix gegeben. Das ist in dem Fall eine 4x3 Matrix und ein Skalar minus 3. Und wir wollen jetzt C mal A ausrechnen. Das heißt, wir kriegen auch wieder eine 4x3 Matrix als Ergebnis und nehmen uns jeden Eintrag und multiplizieren dann mit minus 3. Dann bekommen wir hier minus 9, minus 3, minus 3, minus 15. Minus 6, minus 15, minus 6, minus 21, minus 3, minus 9, minus 12, minus 6. Das ist also auch wirklich genauso einfach, wie es aussieht. Und
Wenn wir das in R machen wollen, müssen wir dabei nichts weiter beachten. Wir können nämlich das Zeichen, mit dem man Variablen multipliziert, also den Sternoperator, auch für die Skalarmultiplikation benutzen. Hier ist vielleicht noch mal wichtig hervorzuheben, dass wir diese Matrix hier jetzt so definiert haben, dass wir diesen Vektor, den wir da reingeben, schon durch unseren Gebrauch von Komma, Ta und Zeilenumbrüchen so als 4x3 Matrix dargestellt haben. Ja? Das kann helfen, ist wirklich sehr zu empfehlen, weil es die Dinge übersichtlich hält. Wir müssen aber trotzdem immer noch R sagen, dass die Matrix vier Zeilen hat und dass wir die Matrix zeilenweise definieren. Ja? Also R ignoriert unsere Anordnung mit den Kommata und den Zeilenanbrüchen, sondern R hält sich da wirklich an das, was hier in den Keyword-Argumenten steht. So, aber wenn wir die so angeben, dann wird daraus eben eine 4x3 Matrix und wenn wir die mit minus 3 multiplizieren, dann kommt genau das raus, was hier unten steht. Gut, ja, diese ersten paar Überlegungen kann man zusammenfassen zum Theorem des Vektorraums R hoch M mal M. Das ist jetzt, also in der linearen Algebra spielt das natürlich eine große Rolle und ist sehr wichtig. Für uns ist es nicht so wichtig. Wir schauen uns das jetzt einmal kurz an und können es im Prinzip aber danach auch vergessen. Dieses Theorem besagt, dass dieses Tupel hier, das ist genauer genommen ein Trippel, aus der Menge reeller Matrizen der Größe m mal m, der Matrixaddition und der Skalarmultiplikation ein Vektorraum ist. Das ist einfach ein formaler Begriff aus der linearen Algebra. Und um zu zeigen, dass etwas ein Vektorraum ist, muss man letztendlich zeigen, dass der Vektorraum bestimmte Eigenschaften hat. Und diese Eigenschaften sind hier einmal aufgelistet. Das ist also die Kommutativität der Addition. Das heißt, man kann in der Matrixaddition die Matrizen vertauschen, ohne dass sich das Ergebnis ändert. Das ist die Assoziativität der Addition. Das heißt, die Klammerung hier spielt keine Rolle. Es ist egal, in welcher Reihenfolge wir die Matrixsummen ausrechnen. Das ist die Existenz eines neutralen Elements der Addition. Das heißt, es gibt eine Matrix der Größe n mal m, sodass, wenn man sie zu einer Matrix A addiert, die Matrix A erhalten bleibt. Das ist natürlich die Nullmatrix, also eine Matrix der Größe n mal m, die nur Nullen als Einträge hat. Die Existenz inverser Elemente der Addition. Das heißt also, für jede Matrix A gibt es eine andere Matrix, die, wenn man sie zu Matrix A addiert, das neutrale Element, also die Nullmatrix, ergibt. Das ist natürlich die Matrix, bei der wir alle Einträge mit einem Minus, mit minus 1 mal genommen haben. Dann die Existenz eines neutralen Elements der Skalarmultiplikation. Das heißt, es gibt eine reelle Zahl, sodass, wenn man sie mit einer Matrix multipliziert, die Matrix selbst wieder herauskommt. Diese reelle Zahl ist natürlich die 1. Dann die Assoziativität der Skalarmultiplikation, das heißt, bei Produkten reeller Zahlen spielt auch die Klammerung keine Rolle und in welcher Reihenfolge wir die Produkte berechnen. Dann das Distributivgesetz hinsichtlich der Matrixaddition, das heißt, wenn wir eine Matrixaddition mit einer reellen Zahl multiplizieren, können wir ausklammern. Und das Distributivgesetz hinsichtlich der Skalaraddition, das heißt, wenn wir eine Summe von reellen Zahlen mit einer Matrix multiplizieren, können wir ebenfalls ausklammern, in der hier angegebenen Weise. So, das ist ein Vektorraum. Ja? Wir verzichten jetzt hier auf einen ausführlichen Beweis. Der Beweis würde einfach darin bestehen, dass man eben den elementweisen Charakter der Operationen Matrixaddition, Matrix-Subtraktion, Skalarmultiplikation deutlich macht und dass diese Rechenregeln eben auch in den reellen Zahlen selbst gelten. Ja, die Dinge, die hier unten stehen, habe ich schon gesagt. Das sind also die Existenz der neutralen und inversen Elemente. Gut, dann kommen wir zur Transposition, zur Matrix-Transposition, die auch nochmal wichtig ist.
die Transposition einer Matrix A ist definiert als folgende Abbildung. Sie nimmt eine Matrix der Größe n mal m und gibt uns eine Matrix der Größe m mal n zurück. Die wird dann als A transponiert bezeichnet. Ja? Also wir benutzen hier das hochgestellte T, Superskript T, um die transponierte Matrix zu bezeichnen. Das ist also keine Potenz, das heißt nicht A hoch T, sondern A transponiert. Und wie ist A transponiert gegeben? A transponiert bedeutet einfach, dass wir die Zeilen und die Spalten vertauschen. Das heißt, das, was hier die erste Zeile ist, wird hier zur ersten Spalte. Sie sehen, dass sich hier die Indizes an den Spalten und Zeilen vertauschen. Also das Element 2, 1 der transponierten Matrix wäre beispielsweise das Element A, 1, 2 der originalen Matrix. Die Matrix-Transmission vertauscht also Zeilen und Spalten. Das Transponieren einer Matrix wird auch als Stürzen einer Matrix bezeichnet. Dazu hier eine kleine schicke Abbildung. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, dass man die Hauptdiagonale durch so einen Strich kennzeichnet und dann wird eben die Matrix nach unten rübergekippt oder flippt sich so um. Und ja, deshalb heißt das auch das Stürzen einer Matrix. Für eine Ausgangsmatrix der Größe n mal m gilt immer, dass die transponierte Matrix die Größe n mal n hat. Das ist klar, weil wir vertauschen ja die Zeilen und die Spalten. Eine Matrix der Größe 1 mal 1 gilt, dass ihr transponiertes immer sich selbst entspricht. Und wenn wir eine Matrix transponieren und dann das Ergebnis transponieren, kommt natürlich wieder die ursprüngliche Matrix raus, weil wir haben Spalten und Zeilen vertauscht und wenn wir das nochmal machen, dann erhalten wir die ursprüngliche Matrix zurück. Gut, dann gilt noch diese komische Formel, die hier unten steht. Ist ein bisschen schwer zu durchschauen, aber was diese Formel im Prinzip besagt, ist, dass bei der Transposition die Einträge auf der Hauptdiagonale, also die Einträge, die hier die Indizes II haben, also 1, 1, 2, 2, 3, 3 und so weiter, dass die dabei erhalten bleiben. Die ändern sich natürlich nicht, wenn man Spalten und Zeilen vertauscht. Da werden wir auch gleich ein Beispiel für sehen. Hier ist wieder die Matrix A von vorhin, als wir Addition und Subtraktion betrieben haben. Nee, es ist eine leicht andere Matrix, nämlich da steht hier keine minus 3, sondern eine 3. Und wenn wir die jetzt nehmen und transponieren, dann wird eben die erste Spalte zur ersten Zeile, das heißt hier nur 2, 1, dann die zweite Spalte wird zur zweiten Zeile 3, 6 und die dritte Spalte wird zur dritten Zeile 0, 5. Und das ist dann die transponierte Matrix und jetzt sehen Sie hier, dass die Einträge 2 und 6 ihre Position nicht ändern, weil sie auf der Hauptdiagonale stehen. Und das ist das, was hier unten nochmal angelegt ist. Wenn man Matrizen in R transponiert, dann benutzt man dazu die Funktion klein t. Das ist also sehr handlich, weil es sehr kurz ist. Transponieren einer Matrix, einfach die Funktion t und da die Matrix reingeben. Und wir sehen, dass wenn wir das auf die Matrix A anwenden, dass wir dann auch wieder auf das korrekte Ergebnis kommen, was wir eben errechnet haben. Okay, Fragen bis hierhin? Nicht? Gut. Dann bitte? Haben Sie gut erklärt. Ah ja, Dankeschön. Okay, dann kommen wir zur Matrixmultiplikation und jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter. Die Matrixmultiplikation ist definiert als folgende Abbildung. Wir nehmen als Argumente der Funktion eine Matrix der Größe n mal m und eine Matrix der Größe m mal k und bekommen eine Matrix der Größe n mal k. Sie sehen, dass hier das m zweimal vorkommt, einmal als Anzahl der Spalten von A und Anzahl der Zeilen von B und das dann verschwindet im Ergebnis. Wir werden gleich sehen, warum. Dann ist das jedes Element dieses Matrixprodukts A mal B definiert wie folgt.
der Eintrag JL der Matrix AB kommt zustande, indem wir die J-te Zeile nehmen von A, A, J, I und so weiter, und die L-te Spalte von B, B, I, L und so weiter, die dann elementweise miteinander multiplizieren und aufsummieren. Ja, also wir haben hier den Laufindex I, der geht von I gleich 1 bis M und der bezeichnet hier die inneren Dimensionen A, J, I, B, I, L und wir berechnen diese Summe, die Summe über mehrere Produkte, für jeden Eintrag der Zielmatrix. Wenn wir also beispielsweise im Eintrag 2, 1 sind, der Ergebnismatrix, nehmen wir uns die zweite Zeile von A, die heißt hier A2i und so weiter, und die erste Spalte von B, BI1 und so weiter, laufen über alle Elemente dieser beiden Vektoren, Zeilen/Spalten, multiplizieren sie miteinander und summieren sie auf. Das ist dann die Matrixmultiplikation. Daraus folgt, das Matrixprodukt A mal B ist nur dann definiert, wenn A genauso viele Spalten hat wie B Zeilen. Ja, das war das M, was in der Dimensionalität von beiden Matrizen auftauchte. Informell kann man das so ausdrücken, dass bei der Matrixmultiplikation immer gilt, N mal M mal M mal K ergibt N mal K. Ja, und wenn man so eine Multiplikation durchführt, dann beschreibt man sich oft auch diese Dimensionen über die Matrizen zur Orientierung, ist das ganz hilfreich. Der Eintrag IJ in der Matrix A mal B ist die Summe der multiplizierten Einträge von der I-ten Zeile A und von der J-ten Spalte B. Praktisch würde man also wie folgt vorgehen. Man nimmt sich die Ergebnismatrix und für jeden, man kennt schon von vornherein die Größe der Ergebnismatrix als Funktion der Größe der Ausgangsmatrizen. Und für jeden Eintrag dieser Ergebnismatrix, den nenne ich jetzt mal IJ, nimmt man sich die i-te Zeile der ersten Matrix und transponiert sie in Gedanken und legt sie über die j-te Spalte der zweiten Matrix drüber. Dieses Drüberlegen passt, weil die gleich viele Einträge haben. Ja? A hat gleich genauso viele Spalten wie B Zeilen hat. Dann multipliziert man die Elemente miteinander, dann multipliziert man die Einträge dieser Spalten und Zeilen miteinander elementweise, dann bildet man die Summe darüber und das Ergebnis davon ist dann der Eintrag IJ der Ergebnismatrix. Und das muss man dann wiederholen für alle Einträge der Ergebnismatrix. Die Multiplikation zweier Matrizen ist im Allgemeinen nicht kommutativ. Das heißt, es gilt nicht notwendigerweise A mal B ist gleich B mal A. Das liegt daran, dass diese Matrizen schon von ihrer Größe her unterschiedlich sein können, wie wir auch gleich in einem Beispiel sehen werden. Ja, und dann zwei Matrizen unterschiedlicher Größe können natürlich nicht gleich sein. Es ist sogar möglich, dass eine Matrix A mal B definiert ist, die Matrix B mal A aber nicht oder umgekehrt. Aus dem Grund ist die Matrixmultiplikation nicht kommutativ, anders als die Multiplikation in den reellen Zahlen, wo wir Faktoren ja immer vertauschen können. Ja, hier ist so ein Schema, was Ihnen eine visuelle Intuition vielleicht gibt für die Matrixmultiplikation, wie die vonstatten geht. Und wir wollen dieses Schema auch gleich mal nutzen, um zwei Beispiele durchzurechnen. Also es hilft manchmal, wenn man sich die Matrix A sozusagen links hinschreibt und die Matrix B rechts oberhalb davon, weil dann der Raum, der durch diese beiden Matrizen eingeschlossen wird, der Dimensionalität der Ergebnismatrix entspricht. Ja? Die hat genauso viele Zeilen wie A und genauso viele Spalten wie B. Und jedes Element in ihr kommt dann eben dadurch zustande, dass man hier eine Zeile von A links nimmt und eine Spalte von B oben. Und dann würde man A11 mit B12 multiplizieren, plus A12 mal B22 und das Ergebnis wäre dann dieser rot-gelbe Eintrag hier. So, und das machen wir jetzt mal an einem Beispiel, was ich hier aufstehen habe. Das heißt, wir schreiben uns, wir wollen jetzt übrigens
beide Matrizen ausrechnen. Wir haben A und B wie folgt gegeben. Und A ist eine 2x3-Matrix und B ist eine 3x2-Matrix. Daraus können wir ablesen, dass wir sowohl A mal B berechnen können, als auch B mal A. Weil in beiden Fällen passen die Matrizen zueinander. Ja? Und wir machen das jetzt mal hier in der hier angegebenen Weise. Das heißt, wir schreiben uns A hier hin. Und dann B so ein Stück rechts oberhalb davon. Jetzt wird hier unser Ergebnis A mal B stehen. Und alles, was wir jetzt tun müssen, ist für jeden Eintrag die korrespondierende Zeile von A und Spalte von B zu benutzen und zu multiplizieren und zu addieren. Also 2 mal 4 ist 8. Minus 3 mal minus 1 sind 3 und 0 mal 1 sind 0. Wenn ich das addiere, komme ich auf 8 plus 3 ist gleich 11. Jetzt dieser Eintrag hier. 2 mal 2 ist 4. Minus 3 mal 0 ist 0 und 0 mal 3 ist auch 0, also 4. Jetzt dieser Eintrag. 1 mal 4 ist 4. 6 mal minus 1 ist minus 6 und 5 mal 1 ist 5, das heißt wir haben 4 minus 6 plus 5 ergibt 3 und jetzt müssen wir noch die zweite Zeile mit der zweiten Spalte multiplizieren, dann haben wir 1 mal 2 ist 2, 6 mal 0 ist 0, 5 mal 3 ist 15, 2 plus 15 ist 17. Das heißt, das hier wäre das Ergebnis der Matrixmultiplikation A mal B. Gut. Dann machen wir dasselbe jetzt noch für B mal A. Für B mal A schreiben wir uns die Matrizen jetzt einmal andersrum hin. Das heißt, wir schreiben uns B hier unten hin. 4, 2, minus 1, 0. Und A hier oben. 2, minus 3, 0, 1, 6, 5. So, dieser Raum hier entspricht unserer Ergebnismatrix B mal A. Und wir sehen schon, dass B mal A eine andere Größe hat. A mal B war also eine 2 mal 2 Matrix, während B mal A eine 3 mal 3 Matrix. Das heißt, wir haben jetzt hier mehr Operationen durchzuführen, weil die Ergebnismatrix größer ist. Auf der anderen Seite haben wir auch kürzere Vektoren, die wir miteinander, also kürzere Zeilen und Spalten, die wir miteinander multiplizieren. 4 mal 2 ist 8 und 2 mal 1 ist 2, also 8 plus 2 ist 10. 4 mal minus 3 ist minus 12. 2 mal 6 ist plus 12, minus 12 plus 12 ist 0. 4 mal 0 ist 0, 2 mal 5 ist 10, 0 plus 10 ist 10, minus 1 mal 2 ist minus 2, 0 plus 1, 0 mal 1 ist 0, ergibt minus 2. Minus 1 mal minus 3 ist plus 3 und 0 mal 6 ist 6, 0 mal 6 ist 0, also plus 3 plus 0 ist 3. Minus 1 mal 0 ist 0, 0 mal 5 ist 0, 0 plus 0 ist 0. 1 mal 2 ist 2, 3 mal 1 sind 3, 2 plus 3 sind 5. 1 mal minus 3 ist minus 3. Und 3 mal 6 sind 18 und minus 3 plus 18 sind 15. 1 mal 0 ist 0 und 3 mal 5 ist 15, 0 plus 15 ist 15. Das heißt, das wäre die Matrix A mal B. Es kann nicht schaden, das zu Hause einfach mal zu üben. Also denken Sie sich ein paar Matrizen aus, multiplizieren Sie die per Hand und dann bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie Matrixmultiplikation funktioniert.
funktioniert. In der Regel müssen Sie auch per Hand nie größere Matrizen als 2, 3, 4 Zeilen miteinander multiplizieren. Und in den Beweisen, die wir dann in späteren Einheiten führen werden, kommt das auch durchaus vor, dass wir Matrixprodukte dieser Größe berechnen müssen, dabei aber jeweils natürlich mit Variablen und nicht mit Zahlen. Gut, wir wollen diese Ergebnisse jetzt nochmal mit R überprüfen. Dazu sind hier A und B wieder definiert in der bereits mehrfach erläuterten Weise mit der Funktion Matrix. Und für die Matrixmultiplikation benutzen wir in R den Operator Prozent mal Prozent. Das heißt also, dass, also nicht mal, sondern Stern, Entschuldigung. Also der einfache Stern steht für die Multiplikation und der Stern mit Prozentzeichen drumherum steht für die Matrixmultiplikation. Dann haben wir hier eine Matrix 2 mal 3 mal eine Matrix 3 mal 2 ergibt eine Matrix der Größe 2 mal 2 und das ist genau das, was wir auch ausgerechnet haben. Dann hatten wir B mal A ausgerechnet, das können wir auch in R nachvollziehen. Dann berechnen wir B Prozent Stern Prozent mal A. Und dann erhalten wir eine Matrix der Größe 3 mal 3 und das ist auch die, die wir berechnet haben. Hier haben wir jetzt zusätzlich noch ein Beispiel für eine Matrixmultiplikation, die nicht definiert ist. Also hier unten wird ausgerechnet A transformiert mal B. Und A transformiert hat die Größe 3 mal 2. B hat auch die Größe 3 mal 2. Das heißt, Sie sehen, die Größen passen hier nicht zueinander. Wir haben zwei Spalten in A transformiert und drei Zeilen in B. Deshalb ist dieses Matrixprodukt nicht definiert. Und entsprechendes bekommt man dann auch von R angegeben. Gibt es Fragen? Dann schauen wir uns den Zusammenhang von Matrix-Multiplikation und Skalarprodukt an. Also gegeben seien zwei Vektoren x und y, n-dimensionale Vektoren. Und dann gilt, dass das Skalarprodukt dieser Vektoren gleich dem Matrixprodukt ist aus x transponiert und y. Ich will das jetzt einmal klar machen, bevor wir hier in Theorien weitergehen, weil das wichtig ist. Also das Skalarprodukt, wenn Sie sich erinnern können, für zwei Vektoren der gleichen Größe ist definiert als die Summe über alle Einträge dieser Vektoren xi mal yi. So, und wir sehen, dass wir diese Summe natürlich schreiben können als ein Matrixprodukt, wobei wir erst einmal x transponieren. Alle Vektoren sind Spaltenvektoren von Geburt aus. Das heißt, x transponiert wäre ein Zahlenvektor. Und y ist ein Spaltenvektor. Das hier steht y1 bis yn. So, jetzt sehen Sie, dass das hier eine 1 mal n Matrix ist und das ist eine n mal 1 Matrix, das heißt, wenn man die beiden miteinander multipliziert, kommt eine 1 mal 1 Matrix raus oder eine reelle Zahl und das ist das Produkt x transponiert mal y. So, das ist jetzt der Beweis in Kurzform für diese erste Aussage hier, Gleichung 25. Jetzt wollen wir weitergehen. Also jetzt nehmen wir an, dass wir zusätzlich zwei Matrizen gegeben haben, A der Größe m mal n und B der Größe n mal k. Wir wollen annehmen, dass wir die Spalten von A transponiert durch diese Vektoren A, I quer bezeichnen. Man kann das alternativ auch so schreiben, dass man sagt, A, die Zeilen von A sind durch AI quer transponiert gegeben. Von, was haben wir hier? I gleich 1 bis M.
Also, die Spalten von A transponiert wären diese Vektoren AI quer. Das heißt, die Zeilen von A wären dann AI quer transponiert. Ja? Und dann wollen wir zusätzlich annehmen, dass wir die Spalten von B bezeichnen mit BI quer, wobei, BJ quer, wobei J von 1 bis K geht. Dann besagt, also ich habe jetzt hier gerade an die Tafel geschrieben, was hier im Prinzip in Gleichung 28 steht. Dann besagt das Theorem, dass das Matrixprodukt wie folgt gegeben ist. Jeder Eintrag des Matrixprodukts ist ein Skalarprodukt von der i-ten Spalte von A transformiert oder alternativ der i-ten Zeile von A und der j-ten Spalte von B. Ja, also im Prinzip haben wir hier nichts anderes getan, als die Matrix-Multiplikation nochmal alternativ auszudrücken, nämlich mit Hilfe des Skalarprodukts. Und das Skalarprodukt ist das, was ich hier eingeschrieben habe. Das heißt also, jeder Eintrag eines Matrix-Produkts entspricht einem Skalarprodukt, einer Zeile von einer Ausgangsmatrix und einer Spalte, einer Spalte einer transponierten Ausgangsmatrix und der Spalte der anderen Ausgangsmatrix. Wir verzichten jetzt hier auf einen ausführlichen Beweis, aber Sie sehen bereits, dass hier das Skalarprodukt zweier Vektoren genau die Form hat, die auch in der Definition der Matrixmultiplikation vorgekommen ist. Gut, wir können daraus gleich noch so eine Art Korollar ableiten, also ein Theorem, was dann quasi von selbst rausfällt, nämlich eine Kurzform für die Summe der Quadrate aller Einträge eines Vektors. Also gegeben sei ein n-dimensionaler Vektor x und dann kann man die Summe der Quadrate aller Einträge dieses Vektors auch wie folgt schreiben, x transponiert x, das heißt Matrixmultiplikation des transponierten Vektors mit sich selbst. Das ist letztendlich nur ein Spezialfall von dem, was wir gerade eben schon gesehen haben, nämlich wo hier x und y im Skalarprodukt gleich sind. Und im Rahmen des allgemeinen linearen Modells wird das Theorem später noch nützlich werden, weil sich zum Beispiel die residuelle Quadratsumme damit sehr kurz und handlich ausdrücken lässt. Ja, also Sie wissen, die residuelle Quadratsumme ist die Summe aller quadrierten Abweichungen der erklärten von den beobachteten Daten. Und das kann man natürlich auch verstehen als die Summe aller Quadrate des Vektors, der diese beiden Sachen voneinander subtrahiert hat. Den Beweis wollen wir uns jetzt nicht im Detail angucken, finden Sie hier unten auf der Folie. Wenn wir einen Vektor transponieren, erhalten wir einen Zeilenvektor und das ist eine Matrix der Größe 1 mal n. Der andere Vektor ist eine Matrix der Größe n mal 1, also ergibt das Matrixprodukt dann ein Skalar. Gut, dann gibt es auch noch einen Zusammenhang zwischen Matrixmultiplikation und Matrixtransposition. Und der sieht wie folgt aus, dass nämlich, wenn man ein Matrixprodukt transponiert, dass das Ergebnis davon den transponierten Matrizen entspricht, wobei man aber die Reihenfolge der Matrizen vertauscht hat. Das heißt, AB transponiert ist gleich B transponiert mal A transponiert. Das kann man auch beweisen. Und das geht so. Wir wollen also das Transponierte dieses Matrixprodukt zu rechnen, dann benutzen wir die, dann schreiben wir zunächst mal die Transposition hin und wir benutzen jetzt diese alternative Notation für Matrizen, die wir zu Beginn kennengelernt haben und schreiben das mal für AB hin. Dann ist der JL-te Eintrag von AB entspricht dem Skalarprodukt der J-Zeile von A mit der L-ten Spalte von B. JL sind die Indizes der Matrix A mal B, I ist der Laufindex über diese Summe
Und dabei geht J von 1 bis M und L geht von 1 bis K. Also das ist vorgegeben durch die Dimensionalität der Matrix. So, das wollen wir transponieren. Was macht die Transposition? Die Transposition vertauscht Zeilen und Spalten. Das heißt, wir können das hier einfach machen, indem wir die Zeilen und die Spaltenindizes bei diesen Matrizen vertauschen. Dann haben wir hier Summe über alle i gleich 1 bis n von a, i, j und b, l, i. Wobei weiterhin j gleich 1 bis n ist und l gleich 1 bis a. Ja, also wir wissen, dass Matrix-Transposition Zeilen und Spalten vertauscht. Das heißt, wir haben jetzt hier einfach AJI zu AIJ gemacht und BIL zu BLI. So, jetzt haben wir aber ein Problem, weil unser Laufindex geht nicht mehr hier über die inneren Dimensionen, sondern über die äußeren Dimensionen. Das heißt, was wir tun ist, in diesem Produkt, in der Summe, vertauschen wir die Faktoren. Denn die Einträge von Matrizen sind reale Zahlen und reale Zahlen kann man beim Multiplizieren vertauschen. Dann haben wir Summe über alle i gleich 1 bis n von j i b i l. Entschuldigung, das war nicht das, was ich schreiben wollte. Ich wollte schreiben b l i a j. Genau dieselben Einträge wie hier beibehalten. Wir haben aber einfach nur die Reihenfolge vertauscht, weil es letztendlich nur zwei Faktoren im Produkt sind. So, aber jetzt sehen wir, dass es ein Matrixprodukt ist, weil wir haben hier den Laufindex i über die lte Spalte von irgendwas und die jte, über die lte Zeile von irgendwas und über die jte Spalte von irgendwas. Das heißt, das ist das Produkt der Matrix B transponiert und der Matrix A transponiert, weil wir hier die L'ten Zeilen von B transponiert nehmen und die J'ten Spalten, von A transponiert. Gut. Und damit hätten wir dieses Theorem bewiesen. So, an der Stelle machen wir jetzt für heute Schluss, weil wir uns mit dem Matrix-Inversen nächste Woche beschäftigen wollen, es sei denn, Sie haben noch Fragen. Gut, das ist nicht der Fall, dann sehen wir uns nächste Woche zum zweiten Teil von Matrizen.